Ja, willkommen hier jetzt in Kitzbühel. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Mein traumhaftes Wetter. Aber ich sehe jetzt, wo der Start vom Vertical Up ist und... Alter Verwalter, ich zeige euch das jetzt einmal. Das ist aber erst einmal der Start. Auch die ganze Umgebung und die Leute alles sehr, sehr toll. Auch die Unterkunft war wunderbar. Und ich glaube, ich könnte auch im Sommer mal herkommen. Und ich glaube, ich könnte auch im Sommer mal herkommen. Und ich glaube, ich könnte auch im Sommer mal herkommen. Sommer mal herkommen. So, liebe Leute, leider können wir nicht von unten vom dort, wo beim Vertical Up das Ziel war, sein, weil das ist ein Golfplatz, deswegen ist es gesperrt. Aber hier bei diesem Ambiente, ihr habt es gesehen, zeige ich euch jetzt mal, wie das hier im Sommer ausschaut. Und da hat man eine viel bessere Vorstellung, weil es ja damals doch finster war. Und hier bin ich raufgestapft, also hier von unten, wo der Zaun ist, hier bei diesen Toren durch, da auf, und dann hier. Hier haben wir die Gams und hier diesen Weg bin ich rauf marschiert. Ja, das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, gell? Aber es war so. Und wenn ich das selber sehe, ich denke mir nur, um Gottes Willen, was habe ich mir da einbildet? Schaut sich das nochmal an, aus der Sicht, wie es da rauf geht. Und das wäre erst einmal der Hausberg, dort wo einige doch ausgerutscht sind und runtergerutscht sind und ja. So viel dazu, so viel zum Sommer Revival. Ich bin wieder hier in Kitzbühel, ich am Weg. Das Kitzbüheler Horn, der wilde Kaiser. Ja, so viel dazu. So, weiter geht's jetzt nicht mehr. Aber hier sehen wir jetzt noch den Startbereich, da war die, ist der Zielsprung mal. Also, und hier geht's da so auf hier den Hausberg. Weiter geht's nicht mehr, der ist abgesperrt, aber ich kann euch sagen, im Winter war es nicht. Aber du wird's auch wieder. Ich bin nächstes Jahr wieder im Februar mit dabei. Ich strebe eine Zeit an von 1,5 Stunden. Ich denke, das ist möglich. Beim ersten Mal habe ich gebraucht 1 Stunde 43. Also wunderbar. Nochmal ein Blick über Kitzbühel. Das Kitzbüheler Horn. Und der Kaiser. So, ja, das ist die beste Sicht, die wir kriegen werden jetzt, weil wir kommen ja, wie gesagt, nicht in das Zielareal rein, aber trotzdem hier nochmal die Streif, der Hausberg im Sommer. Da bei der Gams, da waren wir gerade, und dann geht es hier, da so diesen Hügel rauf, bis zur Hausbergkante. Und letztendlich, könnt ihr euch noch erinnern, dann hier rauf beim See, Steilhang, und dann oben das Ziel am Hahnenkamm. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, im Februar sehen wir uns wieder. Jetzt gehen wir noch kurz rein auf Kitzbühel. Da vorne geht der Joe. Joe! Deine Fans wollen dich sprechen. So, jetzt sind wir mal da. Ja. Ja, also wir haben uns jetzt einen Wunzi-Teil von der Streife angeschaut. Wie hat es dir gefallen? Ja, schon sehr spektakulär. Ja. Also ich tat da wahrscheinlich nie auf. Gut, ich muss auch sagen, der Peter ist um die Hälfte fast jünger als ich. Vielleicht, wenn ich mit 30 Jahren, vielleicht war ich auch mal, weil ich auch so blöde Tanzen gehabt, aber an jedem das eine, jetzt momentan, ich würde es nicht mehr versuchen. Es ist wirklich sehr steuer, weil wir mehr Fotos gemacht, wo ich mich bei groß angehalten habe. Ist nicht so ungefährlich eigentlich. Das ist eigentlich nicht sehr. Ja. Also seht ihr das hier nochmal von da? Aufschaut, das ist schon. Und das ist aber nur ein kleiner Teil davon. Ich mein, ja. Alle Achtung. Aber super Wetter haben wir hier in Kitzbühel. Ja. Es ist schön, wieder hier zu sein. Hoffen wir, dass morgen auch so schön ist, ne? Genau, das hoffen wir. So, jetzt gehen wir wieder rein. Also dann.